Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Move Electric. Mein Name ist Jens Zippel und ich habe heute einen Ranger Service zu Besuch. Vor 6 Wochen ungefähr habe ich einen Termin beim Hamburger Service Center gemacht, weil ein paar Kleinigkeiten auf Garantie gemacht werden sollen. Zum Beispiel habe ich ein Knistern im Dachhimmel, das soll weg, also das war jetzt im Winter ein bisschen lästig, im Sommer tauchte es jetzt weniger auf, aber bei Kälte. Dann habe ich die Rückleuchten bemängelt, weil die beschlagen sind im Winter ab und zu. Da war Feuchtigkeit drin, jetzt im Sommer natürlich wieder nicht. Außerdem fuhr der Beifahrertürgriff nicht richtig aus. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass es so war. Und meine Frau musste immer, konnte nicht einsteigen, sondern ich musste die Tür immer von innen öffnen. Und zum Dritten habe ich den HEPA-Filter bemängelt, weil ich das Gefühl habe, dass dort von außen Gerüche, also gerade Abgasgerüche, eindringen, was eigentlich nicht sein sollte. Zumindest meiner Meinung nach. Das wollte er sich alles angucken und auch noch die Fußraumheizung mal überprüfen, ob das alles richtig funktioniert. Und da bin ich gespannt, was mich heute erwartet. Hatte noch nie einen Ranger Service zu Hause und einmal habe ich einen getroffen am Supercharger. Der hatte einen Model S85P, war ein sehr schickes Teil. Bin mal gespannt, ob der heute auch damit kommt oder ob es ein anderer ist. Ich werde berichten, bleibt dran. Ja, moin zusammen. Heute ist der Ranger Service von Tesla bei mir. Müssen ein paar Kleinigkeiten gemacht werden und der erste Schock am Morgen, als er gekommen ist, war für mich schon, als ich das Auto gesehen habe. Es ist ein Diesel. Unglaublich. Der Fahrer meinte aber, sie haben halt zu wenig Model S zur Verfügung und da ist auch zu wenig Platz drin für die Teile, die sie mitnehmen, wenn sie unterwegs sind. Und er ist teilweise mehrere Tage am Stück unterwegs hier in Norddeutschland. Und hat immer alles dabei und deswegen braucht er ein Fahrzeug mit größerem Ladevolumen. Und die haben halt noch keinen Transporter bei Tesla. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, ich bin mit dem Techniker ein bisschen ins Gespräch gekommen. Er wollte leider nicht dabei gefilmt werden, aber immerhin, wir haben uns sehr nett unterhalten. Und er erzählte mir halt so ein paar Sachen aus seiner Arbeitswelt, also dass sie im Service Center Hamburg schon sehr stark im Stress sind, weil viel zu tun ist und sie haben viel zu wenig Personal. Und er reist im Prinzip quer durch Norddeutschland bis Göttingen runter und ist mehrere Tage am Stück oft unterwegs. Kommt gar nicht mehr nach Hamburg zurück, weil er die Kunden bedienen muss. Bei mir ist er jetzt zum Glück nicht ganz so lange, aber dazu später mehr. Eine gute Nachricht erzählt er mir aber auf jeden Fall für alle Norddeutschen. Es ist hundertprozentig sicher und die Verträge sind unterschrieben, sagt er mir, dass in Hannover ein neues Service Center aufmachen wird. Wann das jetzt genau sein wird, wusste er jetzt nicht zu sagen, aber da die Verträge unterschrieben wurden, gehe ich mal davon aus, dass das in diesem Sommer noch passieren wird. Das ist doch mal eine gute Nachricht, dann sind die in Hamburg auch doch deutlich entlastet. Und man kann auch mal nach Hannover fahren, wenn Hamburg zu voll ist. Ja, nachdem der Techniker sich alle Mängel angeschaut hatte, meinte er, dass das Einzige, woran er wirklich was machen konnte, das Knistern im Dachhimmel ist. Dazu musste er erst die Sonnenblenden demontieren und den Dachhimmel oben aus den Clips lösen. Denn dieses Knistern kommt zum einen von den Clips unter Umständen und zum anderen von diesem ganzen Material. So sieht das da drinnen aus. Das sind diese Clips. Da ist das befestigt. Und da hat er dann verschiedene Dämmmaterialien reingestopft, unter anderem sowas wie Knete und Schaumstoffmatten, die er dort reingeklebt hat. Und am Ende hat er halt alles wieder zusammengebaut und es fühlte sich danach wirklich deutlich straffer an und dieses Knistern war durch Drücken auf den Himmel einfach nicht mehr zu reproduzieren. Sollte also hoffentlich jetzt der Vergangenheit angehören. So, der Himmel knistert hoffentlich jetzt hier nicht mehr. Also der Servicetechniker ist jetzt wieder weg. Es war sehr, sehr interessant, sich mit dem Kollegen zu unterhalten. Das war der Kollege, hieß Michael Schick vom Service Center in Hamburg. Er hat mir sehr viel aus dem Nähkästchen erzählt, dass er zum Beispiel ursprünglich bei Porsche gearbeitet hat. Dort war er in der Qualitätskontrolle
und ist vor ungefähr einem Jahr zu Tesla gewechselt, obwohl dort die Bezahlung schlechter ist. Und er sagte mir, dass er halt Erfahrung sammeln wollte im Bereich Elektromobilität. Und er sagte mir auch, dass bei Porsche, er hat auch da ein bisschen in der Elektroabteilung reingerochen, was da oder wie da noch gearbeitet wird, wie dort ja, die Sachen gebaut werden, beziehungsweise Fehlersuche, Fehlerkontrolle, Qualitätskontrolle. Das sei doch ein bisschen anders, nicht unbedingt besser als bei Tesla. Vor allem noch so mit der alten Denkweise der Dinosaurier-Technologie. Aber gut, Porsche hat halt auch fast nichts anderes. Der Taycan ist ja noch nicht draußen. Jedenfalls sagte er mir, dass es ihm eigentlich unheimlich Spaß macht, bei Tesla zu arbeiten, weil er von den Kunden eigentlich durch die Bank sehr, sehr positives Feedback zurückbekommt, was die Marke angeht. Natürlich ist er immer vor Ort, wenn es Probleme gibt. Und da sollte man ja meinen, dass er den Ärger abkriegt, den Frust der Leute abkriegt, so wäre das wahrscheinlich bei jeder anderen Marke. Bei Tesla-Kunden ist das scheinbar anders, sagt er mir zumindest. Er bekommt so gut wie nie Ärger zu spüren, sondern eigentlich durch die Bank positive Reaktionen der Kunden, auch wenn irgendwas repariert werden muss. Er ist halt da vor Ort, er macht das und das kommt wohl unheimlich gut an. Ich persönlich fand es auch total super, dass der Kollege hier war. Auch wenn nicht alles so gelaufen ist, wie ich es vielleicht mir vorgestellt hatte. Ich hatte ja ein paar kleine Sachen, die behoben werden mussten, zumindest meiner Meinung nach. Das Knistern im Dachhimmel hat er hoffentlich beseitigt. Er hat das zumindest super gedämmt. Und wenn ich jetzt hier so drücke, ist das doch deutlich massiv jetzt und sehr straff und knistert nicht mehr. Da hoffe ich, dass es jetzt im nächsten Winter durch ist und dass ich das nie wieder hören muss. Aber das kann man halt jetzt im Sommer nicht sagen, weil es trat halt nur bei sehr kalten Temperaturen auf. Dann sollten meine Rückleuchten getauscht werden, weil ich ein Feuchtigkeitsproblem hatte. Da gibt es auch ein Foto, was ich Tesla geschickt habe und das Service Center hat gesagt, ja, okay, tauschen wir aus. Er meinte jedoch, nee, er hat die Dichtung nochmal überprüft der bestehenden Leuchten, das sei alles okay. Und die sind natürlich von innen offen, da muss ja Elektronik und Kabel, die müssen rein. Und da kann natürlich mal Feuchtigkeit kondensieren und solange da nicht permanent Wasser drin steht, wäre das eigentlich kein Schaden in dem Sinne, sondern das verdunstet ja relativ schnell wieder und dann sind die wieder klar. Also würde er sie nicht tauschen. Genauso der Türgriff, der bei mir auf der Beifahrerseite nicht ausfuhr. Da haben wir das ein bisschen ausprobiert und es stellte sich wohl raus, dass es möglicherweise ein Bedienungsfehler von mir war, weil sich der Wagen nach einer Zeit, wenn ich zum Beispiel am Supercharger stehe, von alleine verriegelt und wenn dann meine Frau außen zusteigen will, geht der Türgriff natürlich nicht auf. Ich muss den Wagen erst von innen wieder entriegeln. Das konnten wir hier auch so nachstellen, wobei einmal der Türgriff sich komisch verhalten hat. Er fuhr auf, obwohl der Wagen verriegelt war. Konnten wir aber nicht wieder reproduzieren, aber einmal trat es halt auch auf und das sorgte bei uns beiden für Kopfkratzen. Aber nun, was soll's, so ist es halt. Danach war es nicht wieder reproduzierbar und es verhielt sich eigentlich so wie erwartet. Tja, interessant. Dann gab es ja noch ein Problem mit dem HEPA-Filter. Meiner Meinung nach arbeitete er ja vielleicht nicht richtig, weil ich immer mal wieder, wenn ich in der Stadt rumfahre, Gerüche hier im Auto habe, also Abgasgerüche von hauptsächlich LKWs oder Diesel, die vor mir stinken. Da sagte er halt, ja, er wird es durchmessen. Wir haben also den Biohazard-Modus eingeschaltet und er konnte aus seinem Service-Mobil mit dem Computer alles durchmessen und sagte, das würde alles im normalen Bereich sein, also keine Leckagen oder Fehlluftströme oder so. Das konnte er wohl irgendwie feststellen, ohne das alles auseinanderzunehmen. Von daher, der HEPA-Filter würde ja vor allem auch sowieso nur arbeiten, wenn ich auf Umluft stelle, beziehungsweise wenn ich auf Biohazard-Modus stelle. Im normalen Lüftungsbetrieb würde halt der normale Pollenfilter und der Aktivkohlefilter greifen und nicht der HEPA-Filter. So seine Aussage. So dass alles bei mir im normalen Bereich sei und kein Grund, dort irgendwie was auseinanderzunehmen, geschweige denn den Filter zu wechseln. Auf wogleich er sagte, ich habe jetzt ungefähr 50.000 drauf. Sie würden empfehlen, den Filter bei 60.000 auszutauschen, weil er sich dann eventuell dicht gesetzt hätte, aber da wäre ich noch nicht so weit. Das wäre dann aber auch nicht mehr auf Garantie, sondern das ist ein Verschleißteil. Was war noch? Kurz überlegen. Genau, wegen der Fußraumheizung hatte ich angemerkt, dass sie im Winter halt nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise es dort reinzieht. Gerade bei den Brems- und Gaspedal.
Das hat er auch nochmal auseinandergenommen und eine Kabeldurchführung abgedichtet. Ansonsten meinte er, wäre alles eigentlich dicht, würde auch gut sitzen, alle Durchführungen wären okay. Das habe ich dann erstmal so auf sich beruhen lassen. Ich werde das beobachten, ob es im Winter wieder kalt wird im Fußraum. Und zur Not muss ich dort halt selber nochmal, wie ich schon mal gemacht habe, mit Klebeband quasi selbst pfuschen. Wobei ich das sehr ungern mache. Eine tolle Sache. Der Herr Schick hat mir seine Telefonnummer gegeben und meinte, ja, wenn ich was haben sollte, also angenommen, das würde wieder knistern oder jetzt würden in den nächsten Wochen die Scheinwerfer wieder beschlagen, dann sollte ich ihn sofort anrufen und er würde, so schnell es ihm möglich ist, so schnell er einen Termin machen kann mit mir persönlich, dann vorbeikommen. Also das Ganze würde dann nicht über Service Center laufen, sondern mit ihm direkt. Also das fand ich echt geil, muss ich sagen, und das werde ich unter Umständen nutzen, wenn es wieder auftreten sollte. Außerdem sagte er mir ja, ich bin ja noch im Austauschprogramm für den Airbag. Da gibt es eine Rückrufaktion. Der Airbag ist aber noch nicht lieferbar, den ich brauche. Und wenn der dann lieferbar ist in den nächsten Wochen, würde er auch sowieso wieder vorbeikommen, würde er mich anrufen und dann würde er den hier vor Ort tauschen. So, das war mein Service-Center-Erlebnis. Mein Ranger-Service-Erlebnis. Mein erstes. Vielleicht nicht das letzte. Garantie habe ich ja noch. Fand ich total klasse und ich kann wirklich verstehen, dass die Leute, die Tesla fahren, begeistert sind. Denn auch wenn man Probleme hat, Tesla kommt vorbei, behebt sie, sofern sie denn wirklich berechtigt sind. Sehr nette Leute, sehr netter Kontakt, saubere Arbeit. Ich kann nur sagen, Daumen hoch Tesla, das hat mir wirklich gefallen, auch wenn nicht alles ausgetauscht wurde. Aber das Gespräch war nett, er konnte es super erklären, warum er das nicht austauscht, leuchtete mir ein. Man will ja auch Tesla jetzt nicht unnötig irgendwie schädigen, in Anführungsstrichen, dass man jetzt alles austauschen lässt, auch wenn es gar nicht wirklich kaputt ist. Von daher ganz klasse. Und wir haben auch über das Thema gesprochen, warum hat das Service Center oder Tesla überhaupt zu wenig Service-Mitarbeiter? Und warum gibt es zum Beispiel keine Auszubildenden? Warum bildet ihr nicht selber aus? Ja, sagte der Michael Schick, das wäre gar nicht so einfach, denn die Ausbildungspläne für die Azubis der Handwerkskammer, die sehen einfach Positionen vor, die kann Tesla überhaupt nicht liefern. Das heißt, diese Ausbildung kann so nicht stattfinden, weil die noch auf Verbrennertechnologie ausgerichtet ist. Also Kfz, Mechatroniker oder was auch immer es für Berufe gibt, die sind auf Verbrennertechnologie ausgerichtet und Tesla kann diese Ausbildungspunkte nicht erfüllen und deswegen dürfen sie auch keine Azubis ausbilden. Das ist ein großes Problem und da müssen die Handwerkskammern in Zukunft unbedingt was ändern, sonst wären wir hier, was den Nachwuchs angeht, für moderne Autos und Elektrofahrzeuge echt ein Ausbildungsproblem bekommen. Und eine Anekdote am Rande habe ich noch zu erzählen. Der Michael Schick, also der Servicetechniker, hat mir gesagt, dass unter anderem Uwe Kröger schuld daran ist, dass er jetzt bei Tesla arbeitet. Wo er noch bei Porsche war, hat er schon Uwes Videos geschaut und fand das ganze Thema Tesla, die Marke und das Auto so spannend, dass er unbedingt in dieser Company arbeiten wollte und hat deswegen unter anderem auch den Job gewechselt. Also, schöne Grüße an Uwe. Du bist mit schuld, dass der Michael Schick heute bei mir war. Sehr netter Typ übrigens, du kennst ihn zwar nicht, aber vielen Dank nochmal für deine Videos. Die haben doch mehr Einfluss, als du dir träumen lässt. Ach so, ja, eine Sache war noch witzig, wo er gekommen ist, zeigte mein Navi oder mein Rechner an, es gäbe ein Software-Update und ich freute mich schon, dass ich endlich ein 2019er Software-Update bekomme. Hinterher meinte er dann, nee, er hätte das initiiert von seinem Wagen aus. Das wäre aber jetzt die gleiche Software, die ich schon habe. Das hat er quasi prophylaktisch gemacht, damit ich eine bestimmte Firmware mindestens habe. Die hatte ich aber schon und dann hat er das Update wieder zurückgezogen von seinem Rechner aus. Schade, schade, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass ich vielleicht mal ein 2019er Update bekomme. Da meinte er aber, ja, würde ich in den nächsten Wochen sowieso kriegen und dann eventuell die 08er Version, die jetzt wohl raus sei, was immer die jetzt liefert an neuen Features, kann ich nicht sagen. Okay, ja, das war mein Bericht vom mobilen Service. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Drückt auch gerne die Glocke unten. Und wenn ihr Kommentare schreibt, bemühe ich mich natürlich, sie alle zu beantworten. Das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.